Einfach um dann, sollte sowas passieren wie jetzt gerade eben, dass ich mich verteidigen kann. Auch sowas hier. Das ist jetzt hier auch gerade ziemlich mies. Ich versuche es jetzt mal hier kurz abzulenken, dass meine Modellisten dann gespawnt sind. Allerdings die Basis ist schon verloren, das ist klar. Hauptarmee soll jetzt hier aber einfach mal diese Drohne beschützen, damit ich hier wirklich auch das Ganze einnehme. Auch wenn ich dabei jetzt hier Essenzen verliere und hier eine Basis verliere und ach ja, das Leben ist schön. Soll ich das alles verlieren? Basen kann man neu bauen. Die Essenz möchte ich auch wirklich haben, damit ich hier langsam mal dem Ziel immer mehr entgegenwirke. Also immer mehr das Ziel erreiche. Ah, hier fehlt wieder einer. Auch wieder gemacht werden. Diesmal füge ich die Basis gleich noch mit hinzu. Und nicht erst später irgendwann. Wo ist hier meine kleine Drohne? Das. Da ist sie. Quilgor Biomasse wird angegriffen. Oh. Jetzt habe ich hier weiter hinten im Push. Der Schwarm schläft nie. Das heißt, ich muss jetzt mich hier durchkämpfen durch diese Basis der Quilgor. Habe ich jetzt eigentlich noch den Wegpunkt? Nein, der Wegpunkt ist nicht mehr auf Fairing gesetzt. Der Schwarm ist hungrig. Die Drohne hier ist auch gerade nervtötend bei dem Push. Weiter vorrücken. Ich denke auch mal dort hinten, die Biomasse werde ich bestimmt jetzt gleich verlieren. Funktion ähnlich Schwarmstock. Erschafft Ursache. Ja, jetzt habe ich Queens statt Mitralisten ausgewählt. Gut. Schön erledigt. Theoretisch sehen kann ich jetzt eigentlich auch. Ja, ich werde jetzt auch die Biomasse unten wieder überlassen. Ich werde mir stattdessen hier einfach. Muss meine Drohne hin? Habe ich meine Drohne jetzt doch mit den Angriff geschützt? Ich dachte eigentlich, ich hatte sie noch abgewählt. Scheint nicht geklappt zu haben. Okay. Raus damit. Nein, keine Drohne lebend. Na gut. Dann wieder neue Drohne. Ich habe meinen Drohnen verschleißt, das ist unmenschlich. Aber ich bin ja Zerg, da darf ich unmenschlich sein. So, da ist Dicht jetzt auch wieder erhöhen. Oh, hier wird gleich Push. Man sieht hier ganz nett durch die Zerglinge. Ich kann meine Zerglinge so viel verlieren, wie ich will. Das ist mir vollkommen egal, weil ich einfach unendlich viele davon neu habe. Durch die Fähigkeit. Deswegen greife ich auch immer wieder schön mit den Zerklingen an, weil es ist mir einfach vollkommen egal. Ich rücke jetzt hier trotzdem mal weiter vor, denn... Na gut, nein, jetzt nicht. Jetzt wird hier angefangen mit der Wiederverwertung, also bleibe ich lieber da. Oh. Ganz schlecht. Mal gucken, ob ich den Ultralisten hier rausfokussen kann mit 6 Hydras. Hui! 6 Hydras gegen einen Ultra. Mal schauen, ob die 12 Mutterlisken hier schon was ausrichten können gegen diesen Push. Das könnte sogar tatsächlich klappen. Das will ich mir jetzt mal angucken. Auch wenn ich dabei jetzt gerade unten nicht mehr so viel mache, aber das ist mir momentan gerade wert. Ja, tatsächlich können sie das Ganze hier aufhalten. Raus damit. Während hier das Fleisch gerade abgesammelt wurde, also die Biomasse abgesammelt wurde, ja. Hat das eigentlich ganz gut geklappt. Der Schwarm schläft nie. Diese Welt gehört mir. Ich habe keinerlei Ahnung mehr, wo die Teile sind. Das kotzt mich gerade etwas an. Also ich kann mich jetzt hier dann auch nur noch ein bisschen so durchsneaken. Also ich werde dann kurz vor Schluss, was ist denn hier? 1, 2, genau. Also das Ziel für die Urzag ist nur erreicht, wenn sie genügend vernichten können von diesen Biomassen. Um genügend zu vernichten, heißt aber wieder im Umkehrschluss, dass die Urzag es dafür schaffen müssten, komplett 7 Stück zu vernichten. Und wenn ich 7 Stück schaffe, habe ich gewonnen. Also es gibt ja auch nur 13 Stück. Also es geht immer nur eine von beiden Seiten, die Erfolg haben kann. Und wenn ich mir das jetzt hier so im momentanen Zustand angucke, dann muss ich sagen, sorry meine lieben Urzerg, aber ich stehe schon mit meiner Hauptarmee hier davor.
Und die Drohne kann das jetzt auch schon einsammeln. Der Schwarm ist Die Drohne wird sich zwar dann erstmal noch vor der Basis bei mir aufhalten, also vor dem Vorzerg, und wird noch nicht das Ganze ausliefern. Grund dafür ist dann ganz einfach, dass ich, wie gesagt, noch die Teiche finden möchte. Da werde ich jetzt auch mal ein paar Mutas ausbilden, um hier das Ganze noch ein bisschen voranzutreiben, um schneller suchen zu können. Denn Mutas fliegen schnell, wie jeder weiß. Auch wenn ich jetzt hier ein paar Mutas dabei opfere, schicke ich die jetzt einfach mal so grob übers Feld, um ein bisschen aufzudecken. Ah, da haben wir einen der Teiche. Da ist noch so ein Schwarmstock. Der Weg dahin. Hier sehen wir dann die Hauptarmee der Urzerk. Ah, gut. Da ist das Fleisch. Oh. Weitere Quilgor-Biomasse wurde vernichtet. Hui. Da muss ich tatsächlich das Ganze richtig timen. Sonst wird das Ganze jetzt hier nach hinten losgehen. Der Schwarm ist hier die Frage, wer Verteidiger da ist. Ich glaube, ich müsste mal Videos von dieser Katze machen. Jetzt bin ich gerade abgelenkt gewesen, weil meine Katze in noch rumstehenden Bananenkisten, die wir zum Sortieren nehmen, musste sie jetzt gerade rumschnuppern und musste drin rumklettern. Dadurch war ich jetzt gerade hier kurzfristig abgelenkt. Ich habe dabei jetzt komplett hier verpasst, weiter aufzupassen und die Drohne vorher abzufangen, dass sie nicht füttert. Na gut, jetzt ist es hier dafür zu spät. Ich kann es nur noch versuchen, hier mit dem Mutalisk ein bisschen Prag aufzuhalten, während ich versuche, jetzt hier die Biomassen einzusammeln. Also das wird sich einfach nur noch ein lustiges Hin und Her. Oh nein, ich komme, Obermins. So, hiermit habe ich dann zumindest schon mal 2 von 3. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ist der dritte dieser Flüsse? Also dieser Teiche, so rum. Ich denke theoretisch gesehen mal, dass das eher dort unten sein wird. Ich werde es nochmal mit angreifen. Und guck danach dann erstmal hier unten. Der Trommel kann mir auch ein bisschen helfen. Oh. Ja, der größte Teil der Armee sollte lieber angreifen, anstatt sich hier zu kümmern und zu gucken. Da ist noch ein Zergling. Der kann mir auch beim Aufdecken helfen. Da ist definitiv nichts. Da ist ein Fluss. Wunderbar. Also, wie man sieht, ich kümmere mich jetzt gerade nicht um meine Basis. Ich will jetzt wirklich einfach gerade nur das Ganze jetzt soweit schaffen. Ich muss mir jetzt hier wahrscheinlich nochmal ein paar der Drohnen wegsneaken. Ich hoffe jetzt einfach, dass Kerrigan eine Chance gegen Brack hat. Während ich mich jetzt hier um die Einheiten kümmere. Und jetzt hier den Fluss habe. So, der Fluss ist in meiner Kontrolle. Hui, Brack läuft direkt auf uns zu. Okay. Weil es vielleicht als zweites ausgewählt bekommt, wäre das nett. So. Ursinsen haben wir alle. Und Prag ist auch besiegt. Hat ganz gut geklappt mit dem Hinterherrennen. Also mit dem erstmal nach Fluss suchen. Damit erwacht der Urzerk. Die Mission ist abgeschlossen. Dass mehr als 3 ihre Drohnen getötet werden. Na gut, haben wir jetzt Prag ziemlich versaut. Und zerstören sie auf den Schwierigkeitsgrad normal 4 Schwarmstöcke der Urzerk. Okay, kommt. Auch ziemlich einfach. Ich hoffe, die Mission hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder im nächsten Let's Play. Bis dahin.